Thomas Helmer, Sie waren Nationalspieler, Sie waren beim FC Bayern München, jetzt sind Sie Moderator, der einzige Ex-Fußballprofi, der es geschafft hat, Moderator zu werden beim Fernsehen. Gab es eigentlich in Ihrer aktiven Zeit als Fußballspieler einen unbeliebteren Beruf oder ein anderes Berufsbild als den ehemaligen Spieler, der als Fernsehexperte dann auftrat? Also eigentlich sind die ja nicht beliebt, oder? Nee, ich glaube, dass manche Spieler uns verfluchen, logischerweise. Also ist ja ganz klar. Und dann immer denken, ja, die müssen das doch genau wissen, wie es läuft und warum man das gemacht hat. Und es gibt natürlich auch, das habe ich festgestellt, als ich mal im Stadion noch war, wenn man in der Halbzeit oder nach dem Spiel eine Frage stellen muss, unmittelbar, wenn ein Spieler vom Feld kommt, ist das einfach ein schlechter Moment. Wenn man dann sagt, warum hast du den Elfmeter verschossen? Ja, sagt er natürlich, klar, wenn ich das wüsste, hätte ich es anders gemacht. Also es gibt dann auch schon mal ein paar unsinnige Fragen. Sind die Spieler, die jetzt jung sind, lassen die sich mehr gefallen, als sie sich in ihrer Jugend haben gefallen lassen? Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Also wir waren sicherlich anders, hatten aber auch mehr Freiheiten. Es gab damals keine Handys, wo man Fotos mitmachen konnte zum Beispiel. Wir wurden nicht auf Schritt und Tritt überwacht oder von irgendwelchen Leuten dann beobachtet. Also wir hatten da schon unsere Schlupfwinkel, wo wir uns auch zurückziehen konnten. Das gibt's heute nicht mehr. Deswegen müssen die Spieler sehr vorsichtig sein. Verdammt schwierig, weil es wird wirklich alles beobachtet und sehr schnell natürlich auch verbreitet durch soziale Netzwerke. Ich glaube, dass es einfach eine andere Zeit ist. Trotzdem wünsche ich mir ein oder anderen Mal, auch nach dem Spiel sagt, Mensch, heute waren wir einfach mal schlecht und haben nicht gut gespielt oder so. Und nicht diese üblichen Floskeln. Ich glaube, da warten wir alle so ein bisschen drauf. Was ist so faszinierend daran, am Sonntagmorgen mit einem Glas Bier in der Hand Fußball zu analysieren oder Menschen beim Fußball analysieren zuzugucken? Der Stammtisch, wo das früher gemacht wurde, stirbt ja eigentlich real aus. Kann das im Fernsehen weitergeführt werden? Oder muss das nicht vielleicht in Social Media? Erstmal muss ich mich dagegen wehren. Also wir sitzen ja nicht mit einem Glas Bier in der Hand. Also wir zumindest nicht in der Runde diskutieren. Für den Zuschauer sicherlich. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, den Spagat da zu finden am Sonntagmorgen. Einerseits möchte der Zuschauer unterhalten werden. Es darf aber auch nicht zu schwierig sein. Es geht immer noch um Lieblingssportart Nummer 1 in Deutschland, eben den Fußball. Also das ist für uns auch immer ein schmaler Grat, wo wir aufpassen müssen. Ich hoffe nicht, dass der Stammtisch komplett ausstirbt oder dieses gemütlich zusammensitzen, genau, diskutieren über Fußball. Es passiert ja auch montags dann oder im Büro bei ganz vielen auch, das weiß ich. Also diese Mentalität sollte man schon beibehalten. Gibt es eigentlich Leute, die sagen, das ist ja ein Karriereknick vom Fußballer oder Fußball? Sie könnten ja auch jetzt zum Beispiel Trainer sein oder Manager oder Spielerberater. Ist das für Sie nicht interessant? Nein, Trainer habe ich von vornherein ausgeschlossen. Das möchte ich nicht. Ich wollte damals auch nicht denselben Rhythmus haben wie als Spieler, also immer am Trainingsplatz stehen, Hotel und so weiter. Da bin ich bis heute geblieben. Trainer ist nicht mein Ding, ganz ehrlich. Im Verein auch nur begrenzt, wenn überhaupt. Ich würde aber mir nie anmaßen, das sofort zu können. Also da müsste man schon mit einem guten Team zusammenarbeiten, die einem auch helfen, ranführen. Mein Paradebeispiel ist immer Rainer Kallmund, der dann Rudi Völler praktisch, oder Rudi Völler an der Seite von Rainer Kallmund und dass Rudi heute geworden ist, sieht man ja. Also das so etwas schon, aber ich hab ja auch nicht Betriebswirtschaft studiert. Wie gesagt, also da sind viele Voraussetzungen, die einfach nicht passen, das muss man so sagen. Also kann man sagen, dass für Thomas Helmer nach dem Traumberuf Fußballer jetzt der Moderator ein Traumberuf ist? Meistens, sagen wir es mal so. Auch nicht immer, logischerweise. Aber ich mache das schon sehr viel Spaß. Und man hat natürlich mit denen, auch mit vielen Leuten wieder zu tun, auch mit den jungen Spielern jetzt, mit den Älteren. Man trifft auch wieder Ex-Kollegen, Ex-Gegenspieler, Ex-Trainer, Trainer, mit denen man zusammengearbeitet, also das ist schon eine schöne Sache, also dass man sich in dem Bereich noch bewegt. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.